Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nur Mittwoch, den 15.01.2020? Und unser DAX tritt hier ein bisschen auf der Stelle. Ich denke, da können wir uns heute recht kurz fassen im Video. Wir haben gestern hier ausgiebig darüber erzählt, wie und was und wo. Haben auch darüber gesprochen, dass eigentlich zum Dienstag manchmal noch ein neues Tief kommt. Dass das durchaus auf der 360 noch dann kommen könnte, dass das eben eine spannende Marke wird. Ja, das sieht ja, Sie sehen es doch selber. Das hat er richtig stark angenommen, hat dann hier den ganzen Tag eigentlich zur Seite geschoben. Das heißt, wir schieben auf hohem Niveau zur Seite. Müsste man in dem Sinne sogar bullisch werden. Wäre aber wichtig, dass wir dafür auch noch so eine kleine Bestätigung einfach bekommen. Und diese kleine Bestätigung könnte schon sein, dass man uns einfach hier drüber hebt. Über die, hoppala, so wollte ich das nicht. Über die 4,85. Hoch hier an 5,30, 5,40. Nochmal kurzer Abgleiter und dann gegebenenfalls weg damit mit der Kiste. Ja, also weg damit Richtung 600. Durchaus denkbar. Dann würde ich hier auch wirklich ein bisschen enger ranziehen wollen, den Trigger, weil ich finde, es ist jetzt nicht negativ gewesen, was er gemacht hat. Ne? Also, ich meine, ich glaube, auf Tagesebene sind wir ein bisschen weggerutscht. Ja. Aber das dürfte jetzt keine Katastrophe sein. Für mich ist wichtig, der hat das neue Tief gesetzt und an dem Montag, das Tief wurde nicht verkauft. Ganz im Gegenteil, es wurde gekauft. Es wurde hochgezogen. Man hat den DAX hier auf dem Niveau wieder gehalten. Sehr, sehr, sehr straight zur Seite. Sehr flach. Ist zum Abend ein bisschen unruhig nochmal geworden. Hat jetzt aber auf der Ebene nicht wirkliche Auswirkungen gezogen. Hat sich dann auch hier um die 4,30 nochmal gut fangen können. Der hat ja so eine Spike-Kerze auf die 4,40 runtergesetzt. Ne, auch dort war das dann wieder ähnlich wie hier mit dem Montagstief. Auch dort hatte dieses Tief von der 4,40 nicht wegverkauft, im Gegenteil, er hat es sogar wieder hochgezogen. Ja, ist für mich jetzt eine Stand hier sogar Richtung neutral hin. Ich würde aber schon sagen, alles, was dann für über 4,85 geht, wäre ich dann ein bisschen optimistischer im DAX und würde dem dann doch das Potenziale geben. 5,20, 5,50 bis hoch an die 600. Das wäre jetzt drin, sollte er doch nochmal drunter kippen und auch unter die 3,60 hätten wir dann hier nochmal so eine Auffangmarke wie die 3,60, nämlich um die 300, die 2,85 rum. Das ist dann ganz guter Support und dann muss aber was kommen. Ne? Also, wenn er sich die holt und dann wieder wegdreht, dann wird er sich wohl nach unten hier irgendwo verrennen. Wir schauen jetzt erstmal, wie er zum Mittwoch kommt. Wie gesagt, dieses Dienstagstief, diese Bestätigung oder das Montagstief, das ist eigentlich sogar recht üblich. Er hätte das nicht gebraucht, er hat es trotzdem gebracht, aber er hat es auch schön wieder nach oben gewürstelt. Also das ist so zügig wieder nach oben gekommen. Ich finde, das schaut eher gut aus als alles andere. Aber wir brauchen auch nach oben ein bisschen Movement. Ne? Nur verteidigen reicht nicht, muss auch nach oben ein bisschen was reinkommen. Von daher können wir das hier zumachen. Die Punkte sind klar. Auf der Ebene können wir nur sagen, hier haben wir auch wieder nur fette, 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 fette Lunden dran. Ja, es sieht ein bisschen nach einem Abdrehen aus. Unterm Strich ist es aber auch nur ein Gap Close. Bin hier noch verhalten, ein bisschen optimistisch. Ups, falsche Gerät. Bin hier noch verhalten ein bisschen optimistisch. Ich möchte jetzt von ihm sehen, dass er liefert oben. Sollte der nicht liefern, soll der weiter runtergleiten, auch so unter 4,30. Ich persönlich würde ihn dann erstmal nochmal machen lassen, würde ihn nochmal hier kommen lassen, vielleicht 3,60 mir nochmal angucken, vielleicht kommt die nochmal, vielleicht kommt auch so eine 400 nochmal. Das ist wie so eine kleine SKS dann hier. Na, das würde ganz interessant aussehen und dann nochmal versuchen. Wichtig ist, sobald er über 4,85 geht, bekommt er von mir so diese Go. Und dann will ich aber was sehen. Also wenn er das vermasselt und nach unten scheitert, dann sehe ich ihn bei 300. Ne? Also jetzt zum Beispiel schöner Start nach oben, hoch an die 13.500, dann richtig fett nach unten, auskontern, unter 400 zurückfallen. Das wäre für mich ein absolutes Warnsignal nach unten. Ja, aber gut. Haben das erwähnt, Sie kennen das, haben gestern das auch ausführlich besprochen. Viel verändert hat sich nicht. Hat jetzt hier eher mal auf der Stelle gedreht. Ne? Daher das Bild eigentlich recht schön passend. Wirklich sich ein bisschen auf der Stelle verausgabt. Und ja, da brauchen wir nicht mehr Worte verlieren, als nötig sind. Machen wir zu, die Kiste. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.